Hallo Leute und willkommen hier auf Leokraft. Ich wurde öfters gefragt, ob ich nicht mal einen Hochleistungsofen machen kann. Und ich habe es sogar hingekriegt, einen Ofen, der theoretisch unendlich viel Items in 10 Sekunden, wobei unendlich nicht, aber schon eine ordentliche Menge an Items innerhalb von 10 Sekunden hinbekommt. Man sieht, da arbeitet es vor sich hin, auch die Öfen brennen und die Materialien, die man braucht, befinden sich in dieser Kiste. Ihr braucht aber schon mal 15 mal 8 mal 7 Blöcke Platz und die Materialien. Ihr braucht eine ordentliche Fuhre Trichter, je nachdem, wie viel Öfen ihr haben wollt. Sprich, pro Ofen ungefähr 2 Trichter und noch ein paar extra. Dann die ein oder andere Antriebsschiene. Dann ordentlich Blöcke, ordentlich Redstone, den ein oder anderen Verstärker, etwas mehr Komparatoren, Spender, zwei Kolben, einen Redstone-Block, etwas zum Beleuchten, ob das Glowstone ist, Kürbislaterne, Fackel, ganz egal. Redstone-Fackel, Quarzstufen, ein paar, das ein oder andere Schild, dann die zwei verschiedenen Truhen, dann zwei Wassereimer und ordentlich Lava-Eimer, die regenerieren sich aber. Dann Sensorschienen, Trichterloren. Je nachdem, unter Umständen braucht ihr noch Packeis. Und natürlich könnt ihr auch statt mit Antriebsschienen hauptsächlich mit normalen Schienen arbeiten. Das ist selbstverständlich auch möglich. Und zwar fangen wir dahin an, indem wir uns einen Block nehmen. Und dann beschließen wir, dass hier unsere Grundfläche ist. Das heißt, ich habe das hier erstmal schon einen Block höher gebaut, aber die ersten Quarzblöcke sind dann hier unten. Es geht ein bisschen nach rechts, es geht ein bisschen nach links. Und zwar geht es insgesamt noch zwei Blöcke nach rechts. Und also von dem Punkt aus geht es insgesamt noch zwei Blöcke nach rechts und vier Blöcke nach links. Ja, ich fange jetzt auf dieser Höhe an, indem man einen Block nach oben geht, noch einen nach oben und dann hier anfängt mit den Öfen. Die nehme ich mir einfach mal schnell her. Und die dann zu mir ausgerichtet. Wichtig ist, alle müssen gleich lang in die gleiche Richtung zeigen. Dann macht man sich hier als erstes mal seine Ofenstraße. Wichtig, wenn ihr das befestigen wollt, kommt ihr ins Inventar. Deswegen müsst ihr die Shift-Taste gedrückt halten. Beziehungsweise, wenn ihr fliegt, gleichzeitig Shift- und Leertaste gedrückt halten. Dann könnt ihr das bequem dran bauen. Ich mache es jetzt mal mit 5 Öfen. Macht ihr auch wenn ihr mehr baut, erstmal mit 5 Öfen, denn danach gibt es einige Besonderheiten, wenn man mehr baut. Unter die Ofenschlange kommen dann Schienen. Ob es normale oder Antriebsschienen sind, ist in diesem Fall egal. Danach brauchen wir ein paar Trichter, die dann auf die Schienen kommen. Na, da auch noch einer drauf, dass das Ganze dann so aussieht. Oben auf die Öfen kommt dann auch ein Trichter, hier wieder mit Shift-Klick, beziehungsweise beim Fliegen auch noch die Leertaste. Das werden wir häufig brauchen hier. Und hinten an die Öfen kommt auch noch ein Trichter. So, daran könnt ihr euch jetzt irgendwo einmal wieder mit Shift den Hilfsblock tun. Und dann kommt da die zweite Reihe Öfen. Ich empfehle auf jeden Fall wärmstens zwei Reihen zu machen. Theoretisch würde es aber auch mit einer Reihe klappen. Aber wenn ihr weniger Öfen habt oder weniger Trichter oder weniger an irgendeinem anderen Material, macht die Reihe einfach kürzer, funktioniert genauso. Unter die Öfen kommen dann wieder unsere Schienen. Können auch erstmal normale sein. Und darauf wieder die Trichter. Ihr seht, das meiste ist schon gleich. Ich habe deswegen 5 genommen, denn wenn man mehr als 5 Öfen nimmt, muss man was Wichtiges beachten. Das werde ich euch aber später sagen. Hier kommen dann auch wieder die Trichter dran. Und natürlich auch oben drauf. So. Das Ganze sollte dann so aussehen. Rohmaterial mit Trichtern. So, als nächstes kommen an die Öfen hinten dran eine Reihe von Blöcken.
Pfanne kommt auf die Ebene der Blöcke jetzt eine kleine Wasserplattform, die baut man so und so, ein Block oben drauf, auf der anderen Seite genau dasselbe. Dann einen Block nach hinten jeweils gehen. Hier dicht machen. Hinten abdichten. Am besten hier vorne erstmal abdichten, denn hier wird jetzt unser Wasser fließen. Bevor ihr das Wasser reinlaufen lasst, passt nochmal auf, dass hier wirklich alles dicht ist, sonst gehen eure Schienen kaputt. Jetzt nimmt man sich einen Wassereimer, ach der ist da unten, beziehungsweise zwei davon und haut die einfach mal hier in die Ecken rein. Ja, dann sollte das so aussehen. Das hat jetzt den Sinn, dass Items, wenn man sie reinwirft, genau mittig platziert werden und dann eingesogen werden. Es hat den Zweck, dass sie immer in der Mitte sind und so alle Trichter die Chance haben, den aufzusaugen. Als nächstes tut ihr noch hier einen Block hin und hier einen Block. Und dann kommt hier vorne noch ein Block drauf. Hier ebenso. Wenn hier das Ende sein soll, also es nicht mehr weitergebaut ist, dann kommen hier Komparatoren dran. Die ersten zwei, welche ganz normal platziert werden müssen. Ansonsten lasst ihr den Schritt nochmal weg und macht den später. Ebenso kommt jetzt hier noch ein Block hin und hier hinten noch einer. Und dann könnt ihr die Schienen erstmal verlegen. Und zwar kommt hier oben ein Block hin. Da bleibt Platz für eine Antriebsschiene. Und dann kommen ab hier eure Schienen drauf. Genauso auf der anderen Seite. So. So sollte das aussehen. In der Mitte das Wasser fließend. Hier natürlich auch noch Blöcke drauf. Also da muss zwar eine... Ja, so eine Schiene. Ich würde mehrere auf jeden Fall hin tun, denn... Das Minecart kommt nicht immer ganz durch. Auf der anderen Seite auch drei. Hier muss dann ganz einfach eine simple Fackel rein. So. Jetzt, wenn das so aussieht, machen wir uns an den mittleren Teil. Dazu kommt das Wasser nochmal raus. Entweder ihr nehmt es mit dem Eimerchen auf. Oder ihr haut es einfach mit einem Block weg. Und zwar braucht ihr jetzt drei Hilfsblöcke hier. Ne, vier sogar. Die unteren drei können weg. Und zwar dient das dazu, dass ihr einen Spender, der am Ende so aussehen sollte, hintut. Jetzt kann der obere Hilfsblock auch wieder weg. Und wir machen uns an diese Technik. Ihr braucht vor dem Spender ein paar Hilfsblöcke wieder, ein Komparator und so weiter. Also es geht jetzt wirklich an eigentlich die eine der zwei Haupttechniken. Ihr platziert euch hier zwei Blöcke hin, dann kommt hier ein Komparator. Der Komparator leitet sein Signal in einen Block. Wichtig, auch hier wieder Shift-Klick. Von der Seite kommt ein Verstärker rein, welcher auf den ersten Delay sein sollte. Auf die andere Seite kommt dann nochmal ein Komparator. Und das Ganze führt dann in einen Block. In einen Block. Hier oben. Darauf kommt... Wieso mache ich den die ganze Zeit? Der muss natürlich aus sein. Darauf kommt ein Redstone und ein, hier ein Verstärker, wieder beachten mit Shift
Klick. Oben drauf. Dann sieht das so aus wie bei mir. Ja, so sieht es auch bei mir aus. So sollte es bei euch aussehen. Ich habe alles richtig. Ich vergewissere mich lieber nochmal, bevor ich euch was Falsches erzähle. So, das führt wieder in einen Block. Und dann kommt das Signal oben raus. Also, das ist ein bisschen verflixt der Redstone-Logik. Hier oben kommt das Signal raus. Das kann man schlecht unsichtbar machen. Also, ich habe ein bisschen getüftelt. Ich hab's hingekriegt, aber dann wurde das deutlich größer und ressourcenverbrauchender. Deswegen habe ich mir gedacht, so ist es doch viel schöner. Ein Redstone hier drauf. Dann kommt das hier hin. Und das ist ein Block, oder? Ist das ein Block oder muss dann halt? Nein, da muss ein ganzer. Also, man geht dann hier hin, hier wieder mit Shift ein Block, mit Redstone das Ganze verbinden. Das Ganze sollte dann so aussehen von oben. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt müsst ihr noch irgendwie hinkriegen, diesen Spender zu bepowern. Dazu nehmt ihr euch einfach einen Trichter, welcher hier wieder mit Shift-Klick dran kommt. Und da oben drauf kommt dann eine unserer Truhen. Hier würde ich empfehlen, die Redstone-Truhe zu nehmen, weil diese Truhe im Normalfall nur einmal benötigt wird und sie etwas schwieriger zu craften ist. Hier links muss nämlich eine Doppelkiste hin. In der 1.13 oder höheren Version ist es egal, ob ihr eine Redstone-Truhe oder eine normale nehmt, denn da wurde was geändert an der Truhenplatzierung, sodass drei normale Kisten nebeneinander gestellt werden können. Ihr könnt hier erstmal mit normalen Schienen ein außen rumlegen. Wichtig, denkt dran, hier ab den letzten Ofen auf jeden Fall sollte mindestens regelmäßig, am besten sogar eine Dauerbepowerung sein, die ich mir mal von hier klau. Drei Schienen gerade und ab dann gehen wir nach oben. Also ganz normales nach oben gehen. Hier könnt ihr dann auch schon eure Fackel bequem hinsetzen. Und dann könnt ihr hier praktisch weiter nach oben, beziehungsweise hier mit. Ja. Ihr geht insgesamt 1, 2, 4 Blöcke nach oben. Ihr seht, das wird jetzt schon bepowert. Auf das oberste kommt dann eine normale Schiene. Und danach geht es in diese Richtung nach oben. Hier reicht es, wenn es normale Schienen sind, denn es sind nur noch zwei Blöcke, die es nach oben geht. Das kommt hier einfach dran. Wichtig ist erst eine gerade und dann erst anfangen. So. Oben angekommen geht es dann noch eine gerade weiter und hier kommt dann unsere Kurve. Und bevor wir hier die Technik weiterbauen, machen wir erstmal die andere Seite. Also man tut erstmal normale Schiene hin. Bis hierhin. Hier muss dann eine, ja, goldene Antriebsschiene hin. Nee, nicht hier, sondern erst ans Weiter. Ist eigentlich egal, aber wenn ihr es unbedingt im Survival spielt und nicht drankommt, empfehle ich euch, so eine Schiene hinzutun. Als nächstes kommt hier ein Block hin und dann einfach wird es hier erstmal so angeschlossen. Die Schiene kann danach weg. Würde auch mit einer normalen gehen, dass hier die Minecarts dann runterfallen. Hier kann man sich dann hochbauen, indem man den Turm erstmal verschließt. Wichtig ist dabei jetzt zu beachten, wenn man hier ist ja die Weiche, muss es unbedingt noch einen Block nach unten gehen, bevor es dann
endgültig nach unten geht. Die Schiene wird sich am Anfang noch nicht richtig ausrichten, aber das ist egal. So, ihr könnt jetzt hier auf die Fackel oben drauf. Kommt ein Block. Könnt ihr hier zumachen. Und dann hier hinten dran. Und dann ist euer, ja, so. Braucht ihr es, weiter braucht ihr es nicht, seht ihr hier ja. Danach kommt nämlich schon die letzte Schiene mit Trichter. Ihr könnt es übrigens auch schon verbinden, sehe ich gerade. Das wird sich so stellen. Ist egal. Hier muss gar kein Block hin, oder? Ja, das habe ich umgebaut, stimmt. Hier kommt dann danach ein Trichter hin. Und die dazugehörige Kiste. Ich mache jetzt einfach mal hier noch eine Redstone-Kiste. Müsst ihr ja nicht wieder mit Shift da dran hauen. Hier, das könnt ihr freilassen, wenn ihr an die Kiste drankommen wollt. So. Block drauf, hier wieder runter. Wobei hier die Mauer kann man dann hochziehen. Hier am besten keinen Block reintun, auch wenn es eigentlich gehen sollte. Es kommt manchmal vor, dass ich das Minecart hier ein bisschen, ja, ein bisschen rumglitscht und deswegen angehalten wird wegen der Kurve und dann der Schräge. Das ist immer ein bisschen riskant, also besser so als zu machen oder vielleicht allerhöchstens mit so einer Treppe zu machen. Jetzt gehen wir an die zweite große Technik, nämlich dazu kommt hier erstmal ein Hilfsblock hin, damit wir da drunter gehen können. Und die Technik kann ich selbst nicht auswendig, das heißt, da muss ich wirklich nachgucken. Ich weiß zumindest, dass hier ein Redstone drauf kommt, welches einen Kolben bepowert. Und zwar bepowert es diesen Kolben nach vorne hin, die Seite. Dann kommt ein zweiter Kolben an diese Position hier auf der Seite. Und dann kommt ein Redstone-Block dazwischen. So. Hier wieder Hilfsblock hin, dann ein Redstone. Dieses Redstone wird dann nach unten gebracht und dabei invertiert und danach powert es einen Kondensator der Länge 8. Wichtig ist hierbei, je mehr Öfen ihr habt, desto größer muss euer Kondensator werden. Bei der Länge ist 8 absolut ausreichend. Ihr nehmt euch jetzt erstmal eine Fackel. Geht dann nach unten, kommt, tut die hier hin platzieren. Dann kommt hier etwas Redstone hin. Und dann fangen wir an mit Kondensator bauen. Kondensator baut man aus Komparatoren. Vier in die Richtung. Nebendran vier in diese Richtung. Wenn ihr mehr Öfen baut, solltet ihr etwas mehr Komparatoren verwenden. Am Ende auf die Seite, wo der Komparator rauskommt, ein Block. Da, wo es reingeht, ein Redstone. Das Redstone-Komparator-Signal wird also am Ende dann abgegriffen. Ja, jetzt müsste ich es wieder auf die Reihe kriegen, aus dem Kopf zu bauen. Powert einen Block. Dann brauchen wir unseren zweiten Spender. Na, Spender. Und noch einen Trichter. Holen wir uns gleich mit. Hier kommt der Spender hin. So, hier brauchen wir erstmal wieder ein paar Hilfsblöcke. Dann ein Trichter, wieder mit Shift-Click. Daran kommt ein Komparator. Der Komparator powert den Repeater, damit das Signal nach oben kommt. Und dann über einen Block den Trichter, also indirekte Powerung. Den Repeater nehme ich mir mal hierher. Dann Block. Dann auf den Repeater kommt wieder ein Block. Das wird mit Redstone dann verbunden. Und das wird dann nach oben geführt. Also, dass es dann dahin kommt, wo das Minecart am Ende
abfahren soll. Das führt man dann ganz einfach nach oben, einen Block auf diese Schiene. Dann hier auch noch eins nach oben. Ne, passt sogar schon. Block hin und hier dann der Verstärker rein. So, nun könnt ihr den Block weghauen. Eure zwei Trichter wichtig, passt auf, dass der erste nach rechts rein zeigt, der zweite dahin. Jetzt brauche ich noch ein letztes Mal eine Schiene, und zwar wichtig ist hier wieder diese Antriebsschiene. Die baut ihr euch hier rein und dann ist auch das Schienensystem hier fertig. Bevor wir weitermachen, noch eine Sache. Hier muss noch ein Item reingeworfen werden, damit das funktioniert. Es ist egal welches, ihr könnt jedes x-beliebige nehmen. Abbauprodukte wie Bruchstein, alles funktioniert. Damit sollte sich die Technik auch einmal einschalten hier, was man daran erkennt, dass der Block links ist und der Kondensator aufgeladen wurde. Wir sind jetzt weitestgehend fast fertig, jetzt müssen wir uns nur noch hier widmen, und da ist mir sehr wichtig, eine spezielle Linie als Streckenführung einzuhalten. Und zwar geht es da, wo der Kolben ist, nach unten. So, da hinzukommen ist jetzt nicht mehr so ganz einfach. Aber man kann es, denke ich, von unten noch sehr gut machen. Den Block hauen wir mal weg. Man kann von unten noch sehr gut rankommen. Hier kommt dann hin. Das Ganze wird wieder mit normalen Schienen verbunden. Ist das so richtig? Nein, eins früher sogar schon. Eins früher, danach kommt die Kurve sofort und dann ein paar Antriebsschienen. Das heißt, da Kurve, noch eins hier unten, den Block haut man auch weg. Hier kommt noch einer hin und hier kommen dann schon Antriebsschienen. Hier Block hin, Antriebsschiene drauf. Hier könnt ihr die bepowern. Ihr könnt da übrigens dann auch die da wegnehmen, die Fackel. Ist überhaupt nicht schlimm, sehe ich gerade. Doch, ist, die muss da bleiben, die muss da bleiben, die muss da bleiben. Als nächstes könnt ihr die fast schon verbinden, nur damit da keine Probleme danach gibt, muss jetzt erstmal das Wasser hin. Dazu nehme ich mir nochmal meinen Wassereimer. Später kommt man daran überhaupt nicht mehr. Wo ist der? Ach, da unten ist der immer bei verschiedenen. So, einmal Wasser in diese Ecke und das andere Wasser in diese Ecke. Ihr müsst ja vor allen Dingen im Survival immer schauen, wie ihr da hinkommt. Nun könnt ihr die Kiste nehmen und sie hier wieder mit davor und dann daneben wieder mit Shift-Klick dran zu setzen. Also könnt ihr sie dran setzen. So, jetzt brauchen wir die halben Stufen. Wo sind sie? Ob ihr mit Quarz oder mit was anderem baut, ist völlig egal. Ich nehme halt nur gerne Quarz. Mache ich einfach so. Hier wichtig, eine halbe hinzutun. Dann könnt ihr hier das so verbinden. Dann Trichter. Je nachdem, wie schnell das beladen gehen soll, empfehle ich mindestens so eine Trichterstraße, wie sie hier ist. Theoretisch wäre es noch möglich, die hier auszuweiten. Das sieht dann nicht mehr so schön aus, aber hat eine bessere Funktionalität. Ihr könnt dann hier zumachen. Hier kommt nichts mehr hin. Wenn das Ganze so aussieht, machen wir uns jetzt noch hier an die Komparatoren. Die müssen auf die Höhe, wo am Ende euer Trichter ist. Das heißt, ich habe sie vorhin eins zu hoch gemacht. Ihr müsst sie noch einen Block tiefer machen. Macht mich das am besten unten her.
mit dem einen oder anderen Hilfsblock. So. Wo sind meine Komparatoren? Die nehme ich mir jetzt einfach mal hier raus. So. Zack. Zack. Diese Komparatoren leiten ihr Ergebnis in einen Block. Wieder mit Shift-Klick, wenn ihr es daran wollt. Das geht in Fackeln. Dann wieder in einen Block. Oben drauf ist Redstone, um das zu entnehmen. Das geht an, sehr gut. Hier kommt es dann nochmal drauf, damit in den Block geht, der hier dran ist. Das Ganze wird verneint. Und zu guter Letzt dieser Leitung hier zugeführt. Wenn man das über deutlich längere Strecken tun sollte, würde ich sogar sagen, dass man hier die Verneinung weglässt und stattdessen vielleicht sogar eine Instant-Leitung macht. Aber so schlimm ist das auch nicht. Hier muss auf jeden Fall noch eine Fackel hin. Wichtig, passt auf, dass diese Trichter dadurch nicht gepowert werden. Sonst funktioniert das Ganze nicht. So, wenn ihr das so habt, ist es funktionsfähig. Was ich jetzt aber noch nicht austeste, und zwar gehe ich jetzt noch darauf ein, wenn man das Ganze etwas länger bauen will. Wenn man es länger als 5 Öfen bauen will, muss man als erstes diese Leitung abreißen. Dann kommt nämlich jetzt auch die Sache mit dem Packeis. Gut, das war jetzt nicht so sinnvoll. Aber ich denke, das habt ihr jetzt schon. Ich baue das jetzt nicht nochmal nach. Doch, ich baue es nochmal nach. So. Da das jetzt ja alles schon so kaputt ist, kann ich es ja nicht mehr schlimmer machen. Ihr haut hier das weg. Hier das Ganze muss weg. Ich empfehle euch vor, das Wasser wegzutun. Und jetzt brauchen wir Packeis. Und zwar muss auf den letzten Block, der mit Wasser beströmt wird, Packeis. Danach muss Packeis hin. Und während hier Packeis ist, muss an die Seite irgendein Block, da können keine Öfen sein. Wichtig für euch. Auch wieder mit Shift, wenn ihr es an den Ofen dran. Gut. Oder am besten das Packeis irgendwie dran kriegen. Das Ganze muss 2 Blöcke lang laufen. Dann braucht ihr ein Schild. Das ist doch unter der Dekoration. Ja, gut. Ein Schild, das tut ihr hin. Text ist egal. Hat nichts zu sagen. Oben könnt ihr eure Schiene weiterlaufen lassen. Denkt dran, dass hier immer da, wo sowas ist, würde ich bepowern. Genauso unten, da, wo sowas ist, sollte eine Zwischenbepowerung stattfinden. So. Jetzt geht es wieder ganz normal weiter. Ihr könnt eure Öfen setzen. Soweit ihr sie halt haben wollt. Denkt dran, jetzt wichtig, dürft ihr maximal 8 Öfen hinsetzen. Ich lasse es jetzt, damit ich da mit der Technik nicht hinkomme, mache ich beispielsweise jetzt mal einen hin. Da kommen jetzt wieder eure Trichter hin. Zack und zack. Zum Schluss kommt das hier noch hin. Hier auch euer Trichter. Hier eure Blöcke und so weiter und so fort. Das Ganze hat den Sinn, wenn man ein Item hier reinwirft auf Packeis, wird es beschleunigt. Und schafft es so, nur so den Weg über diese eisfreie Strecke. Hier kommen jetzt dann auch nochmal Wassereimer hin. Im Normalfall sollte das fließend sein. Macht es jetzt halt aus Platzgründen nicht weiter, weil dahinter ja noch die Technik muss. So, dann kommen unsere Komparatortechnik. Mit ein paar Hilfsblöcken.
Die Komparatoren hole ich mir mal schnell raus. Die kommen dann hier rein, führen das Ganze in einen Block. Das Ganze kommt in einen Block. Darauf kommen Fackeln, also Redstone-Fackeln natürlich. Zack, die sollten angehen. Das geht auf Blöcke. Auf Blöcke, da kommt Redstone drauf. Einfach einsammeln. Das geht da lang in einen weiteren Block. Da kommen dann wieder die Fackeln und das kann dann verbunden werden. Denkt dran, Redstone läuft nur 15 Blöcke, dann muss es verstärkt werden. Und bei sehr langen Strecken vielleicht auch mal dran denken, die Instant-Leitung zu nehmen. Hier muss man auch immer ein bisschen experimentieren, wie weit kommt eine normale Schiene, wann braucht man wieder Antriebsschienen. Das ist so ein bisschen Sache, man sollte es irgendwann mal rauskriegen. Irgendwann hat man den Dreh raus. Und dann geht das auch ganz gut. So soll es funktionieren. Wichtig ist dann natürlich der Trichter, damit die Sachen auch rausgesogen werden. Hierhin und auf die andere Seite. Und ganz wichtig, bepowern. Zu bepowern ist, passt auf, bei dem Bepowern wird es sauleicht passieren, dass so ein Trichter getriggert wird. Da müsst ihr wirklich aufpassen. So, ich mache jetzt nur noch meine Sachen wieder heil. Nun kommen wir hier vorne hin. Ich verkleide das jetzt noch halbwegs. Ist nicht hübsch. So, ein bisschen verkleiden sollte man es schon. Vor allen Dingen, weil hier dann die Schilder dran kommen, die wir uns jetzt noch holen. So, wir fangen in der Mitte an. Hier kommen die Lava-Eimer rein. Wichtig, nur die Lava-Eimer. Hier kommt dann fertiges, wie habe ich das genannt? Fertiges Material. Ja, ich habe Material geschrieben, das bessere ich jetzt aber nicht aus. Für euch schreibe ich es richtig. Fertiges Material. Na, und leere Eimer. Und hier muss dann noch das, kommen die Rohstoffe rein. Wichtig ist hier kein Brennmaterial. Wenn ihr Holz zu Holzkohle machen wollt, geht das natürlich. Aber die Maschine läuft mit Lava-Eimern und ein anderer Brennstoff funktioniert nicht. Wir leeren als erstes mal das Inventar, das wäre vielleicht das Beste. Und dann nehmen wir uns hier einen Lava-Eimer. Und von hier drüben, na, das braucht man nicht. Wir brauchen nur von, ist da noch was drin? Nee, ist nicht. Von den Öfen hier etwas Golderz. Es wäre wahrscheinlich realistischer, wenn man stattdessen Eisen nimmt, aber ich nehme jetzt halt mal Gold. Gold ist schöner. Das tue ich da jetzt reinhauen. In die Mitte kommen die Lava-Eimer. So. Und dann seht ihr jetzt schon, wie diese Leitung hier blinkt. Die Lava-Eimer kommen hier an. Seht ihr, werden gleich vom ersten Trichter abgesogen. Hier muss es auf jeden Fall an sein. Das war die Sache. Auf jeden Fall wichtig hier, der muss an sein. Es war, ich wusste doch, dass einer an sein musste. Jetzt passt es auch nämlich.
Jetzt sind die Sachen leer, man muss nachfüllen. Am Anfang muss man öfters nachfüllen. Also ihr braucht wirklich am Anfang relativ viele Lava-Eimer. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ihr seht, nach und nach werden die jetzt rausgetrieben. Die wandern genau in die Mitte. Im Normalfall ab und zu backt tatsächlich mal eins. Wie ihr seht, aber so schlimm ist das nicht. Ist sehr selten, dass eins noch rausbackt. Also noch einmal abdichten, da kommt ein Block hin. Hier auch. Gut, jetzt backt der hier ein bisschen raus. So, jetzt. Alles, das ist immer wichtig bei solchen Spendersachen, das abzudichten. Hier wieder Block, Komparator drauf. So, jetzt passt's. Also passt auf, alles abdichten. Jetzt muss es aber funktionieren. So. Jetzt sollte es nicht mehr verbacken. Also sollte keiner mehr hängen bleiben. So, jetzt seht ihr, ja, jetzt ist alles schön in der Mitte. Jetzt, so soll es sein. Mit der Gelegenheit wird hier noch bis ganz hintergelegt. So, das sollte man natürlich auch immer machen. Bis ganz hinten durchlegen, bei Bedarf eine Fackel sich organisieren. Anschließen. Wichtig ist, nach dem letzten muss es immer noch ein weitergehen. Damit es wirklich auch gleichmäßig gemacht wird. So, jetzt. Jetzt erübrigt sich das auch wieder, seltsamerweise. Wodurch wird es gepowert? Durch die Fackel wird es nicht gepowert, aber es muss irgendwie gepowert werden. Das geht nicht, dieses Redstone auch nicht. Also, falls diese hier ausbleibt, könnt ihr hier eine Fackel hinsetzen. Aber irgendwie bleibt das Ding an. Also ich setze da jetzt sicherheitshalber mal eine hin. Aber so ganz erklären kann ich mir das System jetzt gerade auch nicht. Müsste ich erstmal analysieren. Dazu haben wir in diesem Tutorial leider keine Zeit. Wir müssen jetzt mal gucken. Nachdem wir die Minecart hier jetzt einweihen. Wichtig ist auch hier Trichter Minecarts nehmen. Nochmal letzte Prüfung. Zack. Eins hier drauf. Das andere kommt darauf, dass es hier als erstes runterfällt. Bei Bedarf anschubsen. Beim ersten Mal kann das sein. Und jetzt werdet ihr sehen, die Technik wird arbeiten. Hier wird der Repeater immer schwächer. Das könnt ihr hier rechts an der Power sehen. Danach blinkt es etwas. Und dann habt ihr gesehen, fährt das Minecart irgendwann ab, kommt wieder neu her. Unten wird die Power wieder schwächer. Das Minecart fährt ab. Es blinkt ein bisschen, falls es doch nicht komplett abfahren sollte. Es wird neu geschaltet. Hier geht die Power wieder runter. Ihr seht rechts in der dritten Zeile von unten gerade die aktuelle Power. 3, 2, 1, 0. Wenn abgefahren ist, geht die Technik an und wir können jetzt mal sehen, ob wir schon was haben. Stimmt, dazu muss der Block weg. Ihr seht, am Anfang 8 Eimer und 37 Goldbarren in so kurzer Zeit. Seitdem das System läuft, nämlich erst seit wir die Minecarts hingestellt haben. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem Tutorial. Und dann würde ich sagen, tschüss Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.